Seid gegrüßt, liebe Freunde, es geht weiter. Ja, in der letzten Folge befinden wir uns, seit der letzten Folge befinden wir uns jetzt in einem Höhlensystem, welches wohl hier augenscheinlich Richtung alte Pyramide geht. Das ist auch sehr wichtig, weil wir sind nämlich dabei, die Himmelsscheibe dort zu finden. Genau, richtig. Kann man hier nochmal nachlesen. Und jetzt bin ich gespannt, welche Gegner so auf mich zukommen. Och, kann man hier eigentlich hoch? Ja, könnte man. Wunderbar. Aber, nee, da ist nichts. Nee, kann man nicht hoch. Schade. Okay, schreiten wir mal voraus. Ja, ein bisschen schneller kann schon gehen. Trotzdem, Holzauge sei wachsam. Und was haben wir da? Irgendwelche Pestratten. Genau, richtig. Aber was ist denn da unten drunter noch? Ein Wasser. Was könnte man da denn binden? Ach, guck mal, da ist er ja. Aha. So, ich habe ja Giftimmunität. Schön. Also, kann ich denn auch das giftige Fleisch davon essen dann eventuell? Aber erstmal gucke ich, wie wir hier... Ups, Daisy. Hier irgendwie noch fündig werden könnten. Und wenn ja, wie kommen wir wieder hier raus? Glaube, hier kommen wir nicht mehr so raus, was? Vielleicht muss ich wieder untertauchen. Aber ich will ja alles erkunden. Also, okay. Dann gucken wir mal, ob es eventuell irgendwas gibt, wo wir dann auftauchen können. Aha. Das sieht gut aus. Also hier geht es irgendwie ganz lang entgangen. So, ganz lang entgangen. Alles klar. Ja, schön. Okay. Alles klar. Man kann ja da nicht festhängen bleiben. Also ist das Ganze schon mal okay. Dann bitteschön rüber. Hier unter den Pilzen noch lustige Pilze. Was ist denn hier wieder los? Hier gibt es einen Seitengang. Da komme ich aber nicht entlang. Aber vielleicht als kleines Getier. Wie zum Beispiel... Na okay, erstmal weiter gucken. Vielleicht gibt es dann rechts irgendwie einen Zugang zu dieser kleinen Spalte. Bevor ich hier einen kleinen Spruch verwende, welches da hieße... Aha. Spalten, nichts über Spalten hier. Nee, das sieht nicht so aus. Ja, dann werde ich das mal wohl in Angriff nehmen müssen, weil ich ja neugierig bin und wissen will, wie es hier weitergeht, und lege mir einen Spruch an, der da heißt, na, richtig, Verwandlung Fleischwanze. Und da haben wir noch den kleinen Bug wieder gesehen, dass immer die erste Waffe da angelegt wird. Gucken, geht die Pestratte auf die kleine Fleischwanze zu? Nö, das nicht. Okay. Aber die Pestratte will da durch. Ein Problem für mich. Jetzt haben wir so schön im Popo stehe. Oh Mann, ich habe wieder Gedanken. Nee, keine Gedanken, aber lustige Geschichten. Oh, noch eine Fleischratte. Ach, dann nehmen wir mal unser. Sonderlich interessiert sind die ja nicht, ne? Ach so, ich habe ja wieder hier. Mein Zweihänder, da sollte ich doch mal wieder ummodeln. Das geht ja nun gar nicht. Alles klar. Und zwar die Bandidos Axtos. Genau. Oder auch die Axtos Bandidos. Ja, dann gucken wir mal. Das sieht doch nach einer Morchel aus hier. Wie ein Traumpilz. Oh. Ich habe heute nichts versäumt, denn ich habe von einem Schlüssel geträumt, der hier eventuell noch liegt. Aquamarin. Aquamarin. Topaz. Rohkristall. Und hier?
Oh, hier kann. Oh, muss ich mir aufpassen, dass ich mich nicht hier steche. Nee, hier gibt's nichts drin. Hä? Wie komme ich jetzt ja wieder zurück? Okay, zack, hier so rum, so rum. So rum. Und raus mit dir. Komm. Weiß. Ja, sorry, die Kameraführung. Was bist du denn hier für eine lustige Säule? Ein alter, was? Ein alter Truhenschlüssel. Darauf wurden wir ja hingewiesen, dass wir in einem Seitengang noch eventuell noch einen Schlüssel finden. Und ich bin mir sicher, dass das der ist. So, da oben komme ich garantiert nicht hoch. Nein, weil da die Decke zu tief ist. Gut, dann sollten wir hier mal wieder die Räumlichkeit verlassen. War ich hier schon? Nee. Buddler Fleische, Traumpilze und Dunkelpilze. Gut. Und hier ist noch was. Mann, oh Mann, oh Mann. Sich hier nicht alle so noch im Wasser verstecken tut. Ah, ich brauche mal Gletscherquarz, Leute. Kann ich ein Unwetter nicht machen. Unwetter ist ein guter Spruch, finde ich. Feuerring natürlich am besten. Das ist klar. Ja, dann, okay. Sollten wir hier wieder rausgehen? Was ist denn das? Eingekommen bin ich? Nicht? Doch. Okay, ein Spruch vergeudet, aber nicht schlimm. So, jetzt geht's hier weiter. Sollte ich mal speichern? Auf geht's weiter. Hier ist wieder ein Spalt. Das ist er. Sollte ich den auch mal untersuchen? Machen wir mal. Lutsch. Oh, hier kann ich sogar drin stehen und warten. Pfeil. Hab abgespeichert, zum Glück. Warum kann ich hier stehen? Weil ich bestimmt die Möglichkeit habe, irgendwo hoch zu springen. Bloß wo? Ah, fast! Okay. Leute, sorry. Zwar gehen wir mal. Ja, irgendwie versucht er es. Jetzt mir nicht unter Wasser gucken. Ich glaube hier. Nicht so ganz. Bringen wir nochmal hoch. Nee, geht nicht. Ein kleinen Schritt zurück. Nein. Auch nicht. Nee. Vielleicht die falsche Stelle, vielleicht die falsche Seite. Das ist jetzt echt mühselig. Hätte ich mal hier nicht den Sprung gewagt. Da kommt man hier wirklich nicht raus. Ist auch ein bisschen schwierig, weil ich, ja, ich sehe hier nur. Hier könnte es eventuell gehen. Ah, jetzt ist es wieder trübe. Ich glaube nicht. Nee, stoße ich mich dauernd an. Ah, hier könnte es gehen. Ist das so schlimm? Nee. Schade. Da habe ich mich jetzt hier ein bisschen verwandt. Komme ich denn hier auf diesen Kristall hier drauf? Auf den Kristall komme ich drauf. Sehr schön. Jetzt müssen wir gucken, was wäre sicherer? Die Seite? Nein? Doch? Okay, durch die Kameraführung ist das jetzt ein bisschen blöd geworden. An dieser Stelle mal kurz entschuldigt. Ja, okay. Bettchen ist jetzt kaputtchen. Festrate, was gibt's denn hier noch so an der Seite zu sehen? Wachsen schöne Kristalle. Oh. Kommt wieder so ein Schlitz. Brüchige Säule. Brüchige Säule. Sehr brüchig. Wie brüchig? Jetzt bin ich gespannt. Okay. Alles klar. Ja, umkippen, ne? Ey, geil. Mit den Händen hat es nicht geklappt, also machen wir es mit den Schultern. Trotzdem will ich gucken, was hier unten ist.
Was ein Gepfeife immer hier. Du sollst nicht wieder sofort untertauchen. Jetzt traue ich mich auch wieder hier rein. Stopp. Okay, das ist noch so eine brüchige Säule, der Text. Komm ich? Nee, komm ich nicht. Klar, ich stehe ja nicht. Auch hier sehen wir, kommt man auf den ersten Blick nicht so schnell wieder raus. Gehen wir nochmal zum Ende. Vielleicht haben wir hier irgendwie einen Stand. Nee. Das bringt noch nichts. Wenn wir hier am Rand stehen können. Nee, geht auch nicht. Wie ist es mit Untertauchen? Gibt es hier eventuell auch wieder einen Gang hinter mir? Unter mir gilt nicht. Nee. Aua, mein Schädel. Nee. Okay, hier ist sozusagen Deadline. Sackgasse. Also nochmal neu laden. Ich kann hier auch nicht irgendwo anlanden. Sorry. Da wären wir wieder an der gleichen Stelle. Ja, dann springen wir mal rüber. Und was uns noch so erwartet. Hier könnte man eventuell hoch. Hier gibt es eventuell auch noch was zu erklimmen. Hä? Sehr rutschig hier in dieser feuchten Höhle. Ich will wissen, ob sich da was versteckt. Ah. Also wie das aussieht, kommen wir nicht so gut hoch. Okay, da haben wir wieder Pesträttchen. Na, wieso mache ich das jetzt so? Oh, oh, oh. So, irgendwas noch hier irgendwie versteckt. Oh, oh, oh. Speichern wir lieber. Wie nah sind wir denn schon an der Pyramide dran? Oh, schon sehr nah. Sehr schön. Okay. Sehr dicht hier alles. Noch so ein Spalt. Oh, okay, diesmal kein Wasser. Gibt's hier noch was? Nee. Ach ja, ist gut. Das mal wieder so machen. Eine Winde. Ja, wie winde ich denn das, dass da eine Finde ist? Nein, umgekehrt. Ich finde das gut. Aber erstmal an der Tür lauschen. Vielleicht gibt es wieder so heisere Typen, die da sagen, da ist er. Nein, noch nicht. Okay. Dann mal die Winde. Ja, oh, geht das schnell runter? Und da sehe ich schon wieder... Ja, diese Steinwächterches. Auweia. Ach, ja, plumpsen die da rein. Geht das? Ich habe nicht abgespeichert. Lass mal warten, ob sie irgendwo hängen bleiben oder schnell speichern. Mach ich mal. Ich hoffe, dass ich schon fähig bin. Ja, ja, der kommt da nicht weiter. Gut, okay, ich habe jetzt zwar keinen Rennmodus, aber... Wie viele sind es denn? Ist einer, der will. Wo willst du denn hin? Okay. Steinwächtertjes. Bei denen gibt es nichts zu holen. Da müsste noch einer kommen. Da ist er schon. Das sind zwei sogar. Okay. Stauben aber. Läuft da ziemlich planlos umher. Komm. Ah, er kommt da nicht durch, deswegen. Hä? Gut, ich muss mich wieder in die Kombo kombinieren. So, durch das Dickicht hier durch. Und da ist noch ein Steinwächter. Vielleicht sollte ich mal speichern. Da bist du ja. Fisch und weg.
Brocken. Mal schön den Raum untersuchen. Was gibt's? Schalter und sowas. Also ich soll das ja ganz ordentlich machen und ich versuche es nach bestem Wissen und Gewissen auch zu machen. Hier geht es irgendwie hoch. Ja. Oh, es kommt noch einer. Das kann aber nicht sein, dass... Ach, der kommt da ohne. Na los, dann komm. Nö, langweilig. Der hat mich ein bisschen genockt, aber nicht so schlimm. Ah, ich mache hier die Höhle dreckig. Mag ich nicht. Denn ich habe ja noch was gefunden. Hier ein Elixier des Lebens. Genau, ich bin in der letzten Folge vergessen zu nehmen. Gibt dann gleich wieder 20 plus. Ja, bevor wir da oben hochgehen, gucken wir noch weiter, was es hier so alles gibt. Und zwar die Truhe, die ich gleich aufmache, nachdem ich alles versucht habe. Geheimnisvoller Kristall. Das dürfte, glaube ich, jetzt mein zweiter sein, soweit ich das im Kopf weiß. Geheimnisvoller Kristall. Muss ich nochmal kontrollieren in meinem Inventar. Okay, jetzt geht's zur Truhe. Da sollten wir einen Schlüssel für haben. Jawohl. Und dann schauen wir mal. Steintafel aus Pyramide von Korinnes. Ein alter Text, kaum leserlich, erscheint aber wichtig zu sein. Vielleicht kann ich ihn später noch übersetzen. Dann hier Mana-Extrakt der Heilung. Und was bist du? Ein Orkschlechter? 130 Schaden. Oh, ist aber ein richtig cooles, wertvolles Teil. Okay, speichern. Gucken wir mal, wie weit wir fortgeschritten sind. Wir sind schon unterhalb der Pyramide. Dann ist das hier der Pyramidenzugang. Spiralförmig. Jedoch bin ich neugierig, bevor ich da hochgehe, wo es denn da unten runterging. Das habt ihr ja auch alles gesehen. Und zwar hier. Das. Aua! Ah, ich wollte eigentlich einen Fliegenspruch nehmen. Jetzt steh doch mal auf. Das hat mir nicht so viel getan. Ja, okay. Balle. Ja, ja. Hier wird die Neugier bestraft. Schade, schade, schade. Ah, ich habe gespeichert und lade nochmal neu ein. Dann gucken wir uns mal die Steintafel an. Quest der Seher. Oh, Adanos, du hast uns einen neuen Weg gewiesen. Wir gehen nach Varant. Ui. Es kann nur dein göttlicher Wille gewesen sein, dass wir hier in der Pyramide die Steintafel gefunden haben, die von dem verborgenen Tempel berichtet. Dieser alte Tempel soll sich in den Bergen von Tadmor befinden, im südwestlichen Teil von Varant. Dorthin werden wir dein Artefakt bringen und unser Volk eine neue Heimat geben. Kardimon. Dann wissen wir also, dass in Varant das Ding zu holen ist und nicht hier, oder? Fragezeichen. Gucken wir mal ins Logbuch unter der Seher. So. Ich habe in der Pyramide von Korinnes eine alte Steinplatte gefunden, die berichtet, dass sich die Himmelsscheibe nach Varant, genauer gesagt, ins Gebiet von Tadmor gebracht wurde. Tadmor ist der alte Name des Gebietes von Ashtod. Dort soll es irgendwo den verborgenen Tempel geben, wo sich die Himmelsscheibe befinden soll. Das wird Amenophis sicher interessieren. Ja. Lag ich doch richtig. Schauen wir aber trotzdem mal, was es da oben gibt. Ja, auch gut. Okay. Bleibt er da wieder hängen? Was machen, richten meine Pfeile denn aus? Viel oder wenig? Na, die richten nicht so viel aus, also. Okay. Speichern? Und weiterschauen. Gibt hier was? Nein. Okay. Umdrehen, gucken, was hier oben ist. Da gibt es was zu looten. Ehe. Ja, wie kommen wir denn darüber? Ach so. Eventuell
Ja, ist gut. Wieder so ein Heinz an. Er bleibt irgendwo stehen. Ne, da ist er. Okay, dann machen wir den erstmal weg. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie rüberkommen. Wie willst du denn das schaffen? Ach, Moment. Reicht. Nee, geht nicht. Wenn ich direkt da drunter stehe, sorry. Okay, nur einen kleinen Schritt nach vorne. Und. Nee, das ist wohl zu hoch. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, darüber zu springen. Aber wie? So weit kann ich nicht springen. Ich den hier als Ansatz nehmen, muss aufpassen. Na, es könnte sein, dass ich... Na, ich muss mal speichern. Denn es könnte sein, dass ich schon zu dicht unter dieser Decke bin, dass der Hechtsprung nicht ausgeführt werden würde. Aber, ja, es klappt doch. Haha, Extrakt der Heilung. Ja, probieren geht über Springen. So, dann können wir auch hier wieder ganz normal wieder runterfallen. Und schauen, was es hier so alles gibt. Hier sind wir einmal rum. Uiuiuiui. Oh, ja. Da gibt es einen... Okay. Reine Lebensenergie. Gletscherquarz. Ha! Hoffentlich gibt es hier irgendwo noch mehr Gletscherquarz. Ah, ich sehe einen Schalter. Ich sehe einen Schalter. Da ist er. Oh. Das war mal übrigens ein geiler anderer Toröffnungssound. Ah ja, okidoki, speichern. Ach ja, man könnte ja eigentlich auch die Enterprise Bridge Door mal nehmen. So als Vertonung, als Gag. Vielleicht kennt ihr das? Classics, Enterprise Classics. So, ich glaube, ich brauche hier gar nicht mehr großartig hoch, weil wir sind ja hier... Ach ja, in Corines Gebiet oben. Ergo, gucken wir nochmal nach. Genau. Ja, der Hinweis, wieder zu Amenophis zu gehen, ist ja jetzt gegeben. Gut. Ja, da ich schon auf Corines bin, fällt mir gerade auf, dass ich hier noch den Hehler offen habe. Was ich nicht verstehe, weil ich habe ja Gerbrand versucht. Das war ein paar Folgen weiter weg, irgendwie zu verhaften. Ging aber nicht. Da kam auch bis jetzt auch keine Antwort. Weiß ich nicht. Das habe ich ja weggelassen ersten Mal. Dann der Informant Bedran habe ich dann ins Gefängnis gebracht. Das jetzt nochmal so zur Erinnerung, was die Diebesgilde angeht. Trotzdem werde ich hier mich mal weiter auf den Weg machen Richtung Corines Stadt, um zu gucken, ob eventuell hier noch neue Peoples gespawnt sind, wie zum Beispiel da ohne. Richtig. Schön. Oder hier eventuell. Würde mich nicht wundern. Weiter oben. Ja, wunderbar. Und zwar, was haben wir denn da? Schwarze Varenchen. Hey, Schatufe gestiegen. One-Shot. Im normalen Fall. Beim Giftfall würde ja einen roten Schein haben. Auf dem Boden. Ja, ist ein normaler Fall. Tja. Dann gucken wir doch mal hier neugierigerweise mal noch weiter im Norden weiter. Ja. Hier in diesem kleinen Wäldchen. Wieder Stufe gestiegen, das ist doch sehr erquickend. Eine Taube. Okay. Ja, hier haben wir den See. Und so wie ich es sehe,
Hier wird hier nichts mehr. Gut, dann werden wir mal ein bisschen weiter gucken. Ich glaube, wir kommen hier keinen Gegner mehr entgegen. Gut, dann gehen wir da weiter, wo wir die Scavies haben. Und schauen wir mal da. Also auf dem Weg zurück nach Corinnes. So. Das war ja irgendwo hier oben unten. Oder so weit vom Schuss? Ja. Das war ja hier irgendwo. Genau. Da werden sie wieder generiert. Ach komm, was soll's. Da war ich ein bisschen zu langsam. Ach ja, trotzdem, Moment, hat sich hier noch was in der Ecke gespawnt? Ja, Tatsache, eine Feuernessel. Utsch. Ja, Dunkelpilz, immer gut. Ach, nicht so hektisch hier. Und ich könnte mal wieder ein bisschen Geld spenden. Beten mache ich gerne. Okay. Ich habe gebetet. Ja. Tut die nicht. Jedenfalls kam links nichts. Ah, Weidenbeere noch. Okay, hier ist irgendwie ein Musikübergang. Ja, Krautschneefeuer. Na, Heilkraut. Also es gibt wieder jede Menge Lootkram. Ich werde mal noch für die letzten Minuten im Off weiter gucken, ob es was zu looten gibt. Und falls es irgendwie was zu erledigen gibt, dann werde ich mich melden. Wie zum Beispiel hier. Hier unten waren ja die Scavies und ich bin ein bisschen höher gegangen und da hinten schläft etwas. Das ist doch richtig cool. Werden wir uns mal anschleichen. War gut versteckt hinterm Busch. Schade, Leute. Wie friedlich er da liegt. Ja. Alles wischen weg, weg. Okay. Gut, das war das. Guck weiter. Ja, zurück wieder über die Brücke. Richtung Corinnes. In den Sonnenuntergang hinein darf ich mich für diese Folge verabschieden und euch einen schönen Tag wünschen. Bis auf weiteres. So, und hier gibt es nichts mehr. Der Ork-Anführer ist ja schon weg. Ja, danke fürs Einschalten. Bis Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werde ich mal dann erörtern, wie wir oder wie ich weiter verfahre. Also, bis dahin. Tschüss.